ursprünglichen Weise habe ich eben gedacht, ich könnte Ihnen einfach sagen, Schatz, macht jetzt hier eine empirische Arbeit. Viel Vergnügen. Ich habe dann festgestellt, dass dieses Transferwissen eigentlich Ihnen völlig fehlt. Eben, Sie wissen zwar eigentlich aufgrund dieser drei Semester Statistik, die Sie hatten, wie man gewisse Verfahren nutzt, aber Sie können das nicht in Ihrem konkreten Fall, gegeben Ihre Forschungsfrage, anwenden. Mir ist da eben wirklich wichtig, dass die Studierenden einerseits eben doch ein gewisses Faktenwissen halt sich aneignen, eben durch diesen beliebig austauschbaren Kern, diesen inhaltlichen Kern, und andererseits eben, dass sie sich prozedurales Wissen aneignen können, dass sie, von dem ich denke, dass es wichtig ist für sie auf dem Arbeitsmarkt, dass sie dieses Wissen haben. Dass sie nicht einfach nur den Ergebnisteil lesen und alles glauben, was darin steht, sondern dass sie auch wirklich tatsächlich die Tabellen anschauen können, sich überlegen können, macht das eigentlich Sinn, das zum einen, und zum anderen, dass sie eben simple empirische Analysen eigentlich auch selber machen könnten. Das ganz Spezifische daran ist, dass ich einerseits einen relativ wahrscheinlich beliebig austauschbaren inhaltlichen Aspekt habe. Diese Veranstaltung, von der wir es jetzt haben, da ging es um Genderungleichheit, also Geschlechterungleichheit. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich in meinem Seminar jeweils in der ersten Stunde etwas Inhaltliches mit Ihnen anschaue, in diesem inhaltlichen Teil. Dort interpretieren Sie auch effektiv eben diese verschiedenen Regressionstabellen, dort schauen wir das detaillierter an. Und im zweiten Teil schaue ich mit Ihnen methodologische Fragen an. Also einerseits, was ist eine gute Fragestellung? Dann beispielsweise, ja, wie wähle ich einen guten Datensatz aus, welche Variablen daraus nehme ich, wie muss ich die jetzt umkodieren, was für welche Auswertungsverfahren kann ich nutzen. Und dadurch konnten die Studierenden dann eigentlich parallel zu diesen methodologischen Teilen, konnten sie eigentlich ihre eigene Arbeit parallel aufbauen. Also ich weiß nicht, für mich war es das, weil ich bin ziemlich am Anfang vom Studium, und es war das erste Mal, dass ich tatsächlich selbst eine ganze empirische Analyse durchführen musste. Und Benita hat uns auch sehr unterstützt in dem ganzen Seminar. Wir hatten ja immer, wie die zweite Stunde war so eine Methodenstunde, wo sie uns Übungsblätter gegeben hat und gezeigt, wie man das macht. Und für mich persönlich war es sehr hilfreich. Sie mussten ihre empirische Auswertung als Plakat präsentieren. Sie mussten zuerst eine Zwischenarbeit abgeben, in der vor allem das die theoretische Herleitung der Hypothesen erläutert wurde und so erste Ansätze, wie Sie das Ganze auswerten wollen. Da konnte ich Ihnen schon eine erste Rückmeldung geben. Dann hatten wir im Kreis von allen Studierenden eine Poster-Session sozusagen, in der Sie Ihr eigenes Poster das erste Mal vorstellen konnten und Rückmeldungen auch von den anderen Studierenden und von mir erhielten. Das wurde nicht benotet, und dann konnten Sie es ja nochmals korrigieren. Also von daher auch so schön schrittweise, und das hat sich auch ausgezahlt. Wir haben auch extrem viel dazugelernt, weil es gerade eben so intensiv war und man sich immer wieder mit gewissen Sachen auseinandersetzen musste. Und das Poster hatte auch einen methodischen, theoretischen Aufbau, und den theoretischen Aufbau mussten wir nach einem Monat abgeben und danach den methodischen Teil. Deswegen war das eigentlich ständig aufbauend und man musste eigentlich während dem Semester extrem viel machen. Ich habe Ihnen die Qualitätskriterien zum Teil einfach auch zur Verfügung gestellt. Also von Anfang an, ich finde das sehr wichtig, dass die Studierenden wissen, auf was sie schauen müssen, auf was mir wichtig ist beim Bewerten. Was für mich sehr wichtig war, wichtiger Punkt war dieses Constructive Alignment, also dass sozusagen der Inhalt mit den didaktischen Methoden übereinstimmt mit dann auch dem Leistungsnachweis. Ich denke, das habe ich jetzt in diesem Seminar bislang am besten umgesetzt. Das hat auch eben die besten Outcomes gegeben. Also eben das, was die Studierenden gemacht haben, war wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen.